Hallihallo, wertes Volk von uns zu Radio Darkfire. Ihr seht, wir geben uns immer mehr Mühe. Nachdem wir gestern ja in einem wunderschönen abendlichen Schneegestöber saßen, werden wir uns heute mal in einem schönen, warmen, gemütlichen, weihnachtlich geschmückten Raum bewegen oder vielmehr hinsetzen, um euch eine wunderschöne Auslosung präsentieren zu können. Heute geht es um Tür Nummer 4. Dazu habe ich euch mal diese schöne Grafik vorbereitet. Darum soll es heute gehen. Und was sich dahinter versteckt, das zeige ich euch jetzt. Tada! Eine handsignierte CD von Amber C, eine wunderschöne Metalband aus Hannover. Ganz, ganz sympathische Menschen haben uns auch gerade einen neuen Kontakt besorgt, nämlich die Nachtsucher. Die sind über Amber C zu uns gekommen. Da werden wir demnächst auch noch mal eine kleine Rezension schreiben. Und heute geht es darum, dieses wunderschöne Album, das wir euch vor kurzem ja auch in einem sehr ausführlichen Interview mit Eva und Stefan von Amber C vorgestellt haben, jetzt hier noch einmal abräumen zu können. Und da haben wir insgesamt 24 Namen gehabt, die sich für diese wunderschöne CD interessiert haben. Das finde ich ganz toll. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal zu Werke. Das ist unsere wunderschöne Losbox hier. Da könnt ihr sie sehen. Und da kommen jetzt gleich die 24 Namen rein, die ich euch wie folgt vorlese. Nummer 1 ist die Andrea T. Ich gehe weiter mit dem Andreas. Die Annette kommt als nächstes. Dani, Nummer 4. Daniela, Nummer 5. Der Dirk hat auch wieder mitgemacht. Gefolgt vom Erich. Neu dabei heute, die Erika. Das Flattertierchen, ganz fleißig. Mr. Frankie ist auch dabei, jawohl. Jan. Mario versucht wieder mal sein Glück, sehr schön. Der, die das Musiktier. Ganz neu dabei, die Nicole. Otti. Als nächstes haben wir Rally. Heute auch zum ersten Mal für dieses Jahr, der Rhythm Dancer. Der Rudolf ist wieder dabei. Die Sabine nach kleiner Pause macht wieder mit. Die Sandra ist wieder dabei. Neu in unserem bunten Reigen ist die Silvia. Dann kommt die Simone. Cindy M versucht ihr Glück. Und last but not least heute die Viola. Damit haben wir 24 Namen in der ganzen Box drin. Und das ist jetzt natürlich der Moment, an dem wir wunderschön das ganze Ding hier einmal kräftig durchschütteln. So. Zack. Und damit ihr seht, dass das hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Zut. Nein, so muss das. Spiegelverkehr denken, das ist ein bisschen schwierig. Gut, damit haben wir die Losbox geöffnet. Ihr könnt das sehen, der Deckel ist offen. Hast du ein Tuch? Mhm. Dann mach. Gut. Deckel. Besser. Dann erzähl mal, wen hast du denn gezogen? Na, herzlichen Glückwunsch, Silvia! Ja, herzlichen Glückwunsch! Damit geht eine wunderschöne handsignierte CD von Amber C an dich. Bitte sei so gut, teile uns deine Adresse mit, die postalische natürlich, damit wir dann dem Beauftragten von Amber C Bescheid sagen können, wohin er die handsignierte CD dann schicken soll, denn die Band schickt das Ding höchst selbst an dich hinaus. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser wunderschönen CD, gute Unterhaltung, ordentliches Headbangen, Kopfschütteln wollte ich eigentlich sagen. Und wir sehen uns morgen zur Auslosung von Tür Nummer 5 wieder. Tschüss! Tschüss! Hallihallo, wertes Volk! Hallo. Ja, da sind wir wieder, ihr lieben Freunde unseres Radio Darkfire Adventskalenders und unserer beliebten Videos. Ihr seht, wir haben heute hier wieder ganz schön die kalte Kulisse ausgesucht, aber ich bin ja... Ich bin ja hier bestens vorgewärmt. So. Und zwar geht es heute um Türchen Nummer 5. Eine Handvoll gibt es heute.
Diese kleine Zahl ist das da. Und was sie dahinter versteckt haben, das ist ein richtig cooles Ding, nämlich zwei CDs von Sisk. Sisk ist eine der dienstältesten Steampunk- und Gothic-Bands von Berlin. Zusammen mit Shade of Shambles und Electric Batcave und wie sie alle heißen. Und der Manager von Sisk hat insgesamt zweimal ein Doppelpaket rausgehauen. Das ist die Überraschung für den heutigen Tag. Ihr bekommt also zweimal je eine CD von Too Drunk to Jig und einmal eine CD von Necropolis. Das sind die beiden amtierenden Alben, die es von Sisk auf dem Markt gibt. Alles eigenproduziert. Und deswegen eigentlich auch ja, so ziemlich eine Rarität, möchte ich behaupten. Und damit ihr euch das Ganze nochmal in groß angucken könnt, gibt's das jetzt hier nochmal. Da seht ihr auf der linken Hälfte die Too Drunk to Jig und rechts davon die Necropolis. Die Zeichnungen übrigens stammen alle aus der Feder von Templer. Templer ist der Frontmann und ist unter einem anderen Synonym bekannt für zum Beispiel so Comicserien wie Mad aus den 90er Jahren oder ich habe die aktuelle Comicserie schon wieder vergessen. Die konnte man beim letzten Fightstance, also Januar 2017, konnte man da 10 Ausgaben oder 2 Ausgaben der aktuellen Comicserie, die der gute Mann gezeichnet hat, gewinnen. Ging auch in treue Hände. Und heute dürft ihr über diese wunderschöne Geschichte hier 2 CDs von Sisk gewinnen, die, wie gesagt, vom Templer höchst selbst auch gemalt wurden. Dann würde ich vorschlagen, schmeißen wir gleich mal die Excel-Tabelle auf. Da stehen nämlich alle 23 teilnehmenden Namen drinnen. Und weil es so schön ist, fangen wir heute mal von hinten an. Wir haben ja jetzt irgendwie mehrere Türen schon alle immer brav in alphabetischer Reihenfolge gemacht. Heute mal antichronologisch, also antialphabetisch sozusagen. Dann geht's heute also los mit dem Thunder. Dann geht's weiter mit der Synthi M. Es folgt die Simone und die Silvia. Danach die Sandra, Sabine, der Rudolf ist wieder fleißig dabei, Rally, Ottilü, das Musiktier. Hey Namensvetter, zum zweiten Mal dabei, klasse. Mario Kaluga, Flattertierchen ist dabei. Der Falco macht mit, auch wieder fleißig, die Erika, der Erich, gefolgt von Dirk, Diana, Daniela, kurz vorm Dani, damit man die beiden auseinanderhalten kann, Annette, Andreas und die Andrea ist heute dabei. Ja. Und damit ist es an der Zeit, das gute Stück mal ordentlich durchzuschütteln. Möchtest du nochmal schütteln? Na, aber Logenzack. So. Ab in den Wald, in den Kalten. Damit es auch eine coole Ziehung wird. So, alles wieder zurück auf Auslosung. So. So steht's richtig. Ich mach mal auf. Und da. Zit. Stein drüber. Ihr konntet gerade sehen, die Namen sind tatsächlich da drin. Ich mach mal die Hand frei. Wieso mache ich das eigentlich? Du darfst auch einziehen, wir haben heute 2 Gewinner. Na gut, dann ziehe ich mal. Ich rühre auch nochmal um. Nicht, dass es dann heißt, ja, der Name, den ich da oben gesehen habe, gerade durchblinzeln, der hat dann sowieso gewonnen. Und da haben wir, ach, da ist die Kamera. Herzlichen Glückwunsch, liebe Simone. Ein Sisk-Doppel-CD-Paket geht an dich. So, und weil wir überraschenderweise heute 2 Pakete anbieten dürfen. Oh, ist das kalt, ich zieh mal meinen Handschuh wieder an. Du stehst ja vor meinem Kamin. Ich bin draußen im Wald. Hab ich ja lange Arme. Ja. Das ist die moderne Technik. Beamen 1.1. Noch vor der Enterprise. Ach, ich hab hier gerade. Nur einen Namen, ne? Ja, muss mal. Jetzt habe ich einen. Achtung. Und wen hast du?
den Andreas. Herzlichen Glückwunsch, lieber Andreas. An dich geht das zweite Paket von Siske. Jeweils einmal die Necropolis und einmal die Too Drunk to Jig. Viel Spaß mit dieser wunderschönen Musik. Damit geben herrliche Grüße von unseren Berliner Lieblingsmusikern und alteingesessensten Künstlern in unserem Programm an Andreas und Simone. Das war's für den 5. Dezember. Morgen gibt's Nikolaus. Unbedingt wieder einschalten. Und natürlich nicht vergessen, wir haben auch unsere wunderbare Auktion. Also bei allen Geschenken, die ihr so abräumt, da bleibt ja immer ein bisschen Taschengeld über. Und wir würden uns freuen, wenn ihr damit ein bisschen was Gutes tut für die Auktion zugunsten des Fight e.V., die bei uns auf der Webseite zu finden ist. Ihr wisst ja. Das ist genau drauf. Übrigens, Sisk sind eine von 7 schon bestätigten Bands, die auch am 17. März nächstes Jahr beim Fightstance Festival wieder auftreten. Und die haben sich auch nicht lumpen lassen. In diesem Sinne, tut's euren Idolen gleich. Tschüss, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.